Es gibt eine in dieser massiven, in dieser verletzenden Erfahrung der Geschichte Israels, darüber werden wir noch einmal auch genauer noch sprechen müssen, aber das ist dann so im Grunde genommen im Rückblick ein heilsamer Schock gewesen, das Exil in Babylon. Dass man das Land verloren hat, den Tempel verloren hat, dass alles, was nationale religiöse Identität ausmacht, plötzlich weg ist. Oh, das hat sich schon Jahrzehnte, im Grunde genommen länger angebahnt, aber auf einmal kommt doch der Schnitt und es ist alles weg, nichts mehr. Das ist sozusagen der große Schub, überhaupt Traditionen festzuhalten, und zwar schriftlich festzuhalten. Wie hat man die denn vorher festgehalten? Also man erzählt das. Kennen Sie sowas? Märchen ist noch eine mündliche Überlieferungstradition, als es noch, nein, das darf ich jetzt nicht sagen, aber doch, es ist ein bisschen frech, als es noch begabte Großmütter gab. Die haben doch in Gottes Namen kein Buch gebraucht. Wie langweilig. Ja? Sondern, oder wenn dann Papa mal aushelfen muss mit dem Märchen erzählen, ja, und der liest es aus dem Buch vor, weil er das Rotkäppchen nicht mehr hinkriegt, ja, dann hört man sofort die Kinder protestieren. Stimmt aber gar nicht, das geht ganz anders. Die Oma sagt es nämlich ganz anders, ja, weil die Oma das noch so erzählt. Ja. Also das ist zum Beispiel eine auch schon inzwischen bedrohte Erzählkultur. Kennen Sie andere Erzählkulturen? Ja, zum Beispiel, dass man, oder auch Kirchenlieder sind im Grunde genommen auch so etwas, dass man früher doch einen bestimmten Apparat von Liedern einfach drin hatte, oder? Finden Sie zum Beispiel sehr verbreitet in der evangelischen Tradition. Wunderbar. Paul Gerhardt Lieder, ja? Sie kennen die berühmten evangelischen Ansagen, wir singen die Verse 18 bis 29, wo jeder Katholik schon sagt, ach du Gott, hat das widersprochen, ist ja furchtbar. Es nimmt ja gar kein Ende, ja? Aber das ist natürlich auch ein, das ist im Grunde genommen etwas, was wir im katholischen Bereich Volksmission nennen. Also der geistliche Inhalt über Medium des Liedes soll sich setzen. Deshalb sind das ganz viele biblische Lieder. Das ist eine ganz große geistliche Tradition. Etwa so ein Name wie Paul Gerhardt. Ja? Das ist toll. Und das gehörte früher zu einem Bestandteil, ich weiß nicht, ob in Heiligkreuz dafür oberschwäbische Frauen die Nachtwachen an Krankenbetten machen. Das waren hauptsächlich evangelische Frauen, meine Fortbildung gehalten. Die konnten wirklich so Paul Gerhardt wieder. Und die haben so erzählt, wenn am Krankenbett, wenn ihnen nichts mehr einfällt, was würden wir als Katholiken machen? Rosenkranz, genau. Deshalb ist er auch gut. Wenn nichts mehr einfällt, hilft immer der Rosenkranz. Ja? Das ist gut, damit die Sprachlosigkeit irgendwo ein Medium findet. Das ist ganz wichtig. Ja, wir sagen immer, oh, das ist langweilig, ist ja gar nicht kreativ, ich habe nicht viel Neues ein. Muss auch nicht. Ja? Am Totenbett kann einem auch nicht viel Neues einfallen, zum Beispiel, in solchen Grenzsituationen. Und die evangelische Tradition hat dann klassische, gute Paul Gerhardt-Lieder. Wie viel du deine Wege und was dein Herz kennt oder was das auch immer ist. Ja? Das sind wunderschöne Texte, die also auf einer sprachlosen, in der Situation der Sprachlosigkeit, wo die Spiritualität einen Ausdruck findet. Das ist was Starkes. Das ist eine Erzähltradition. Das gilt natürlich dann auch im, wenn man so will, säkularen Bereich. Es ist im Mittelalter ja noch sehr gemischt. Geistliche, weltliche Lieder, die Trennung kann man oft gar nicht hernehmen. Wenn man so die ältesten Lieder auch in unserer Volkssprache anschaut, sind das in der Regel geistliche Verballhornungen, etwa des Kirchenlateins, wenn Sie an die Carmina Burana denken, in der schönen Vertonung von Karl Orff. Dann sind das ja Messparodien. Ja? Das ist eine Verhunzung im Grunde in der Messe, wenn man heute da sozusagen im Smoking ins Konzert geht und Carmina Burana hört. Das ist natürlich was anderes als die Ursprungssituation, wo man sich über die Messe lustig gemacht hat. Und zwar auf unflätigste Weise, wenn Sie die Texte mal angucken, dann kriegen Sie rote Ohren. Das Schlimmste steht dann immer noch Latein. Das ist wie in den alten Moralhandbüchern, ja? Damit man sozusagen nicht die ganz schlimmen roten Ohren kriegt. Aber da entwickelt sich etwas aus der Liturgie zum Beispiel heraus, das gilt auch für die Märchen. Ja. In den Märchen gibt es ganz viel biblisches Gut, das sozusagen säkular sich abgesetzt hat, das so einen Bodensatz bildet, ja, in so einem kollektiven Gedächtnis. Noch eine andere Erzählkultur. Haben Sie noch eine Idee, was noch Erzählkultur ist? Ja, rufen Sie doch einfach rein, wir sind doch hier. Genau, das finde ich ganz wichtig, so Sippentreffen oder sowas. Ja. Da kommen, also spätestens nach der zweiten Flasche Wein, kommen immer die gleichen Storys auf den Tisch. Ja.
Die hat zwar nie einer aufgeschrieben, ja, aber sie wissen das langsam schon, oh, jetzt kommt die Story wieder, wie Onkel Willi auf den Tisch getanzt hat, ja, oder so, ja. Das kennen sie dann schon, ja. Oder Tante Lisbeth hinter das Buffet gepopst oder irgendwie sowas, ja. So, auch so ein bisschen außergewöhnliche Sachen oder sowas. Ja, da gibt es ein Familiengedächtnis. Und sie wissen natürlich auch, je nachdem, wer das erzählt, ja, dass das sehr anschaulich sein kann. Oder sehr spröde, ja, oder das kann so erzählt sein, dass sie plötzlich die Schritte vom Onkel Willi, obwohl er schon 100 Jahre unter der Erde ist, ja, auf dem Tisch hören, ja, oder dass plötzlich Onkel Willi mit Tante Lisbeth hinter das Buffet gekotzt hat, ja, weil sich da auch etwas verschiebt, ja, und dann setzt die Kritik ein, und sagt, hey, das stimmt da gar nicht, das war nur Tante Lisbeth, die hat nämlich von der Bohle, und so geht das dann, ja, irgendeine alte Großtante weiß das noch, weil die das irgendwie als Kommunionkind erlebt hat, ja. Und sie das ganz schrecklich fand. Also das sind lebendige Erzähltraditionen. Ja? In einer Umwelt, in der es keine schriftlichen Medien gibt, in der niemand schreiben kann, auch das Material zum Schreiben fehlt, ist man darauf angewiesen, etwas Identitätsstiftendes zu haben. Weshalb sind wir denn eine Familie? Fragen natürlich solche Großfamilien, die in ihren Nomadenzelten sitzen, irgendwie am Rand der Wüste. Worin besteht denn der Zusammenhang? Dazu braucht es eine Familiengeschichte, eine Chronik, die immer wieder erzählt wird.